Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Grisha und heute sprechen wir ein bisschen über Concord. Denn die Server, die gerade mal am 23. August, also knapp vor anderthalb Wochen erschienen sind, und das Spiel selbst ist ja da auch erst rausgekommen, schließen am 6. September. Ja, kein Mist, ein Spiel, was vor nicht mal zwei Wochen rausgekommen ist, wird am 6. September komplett offline genommen und alle kriegen aber zum Glück ihr Geld wieder, denn ja, ich würde jetzt auch nicht 40 Euro ausgeben wollen, um nach zwei Wochen bzw. anderthalb Wochen zu erfahren, ja, das Spiel wird jetzt nicht mehr funktionieren. Das Spiel selbst ist ein Hero-Shooter. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das viele Leute überhaupt mitgekriegt haben, dass das Spiel rausgekommen ist, denn das Marketing von Sony war echt schlecht. Sehr viele Leute haben sich aufgeregt darüber, dass diese Charaktere in diesem Hero-Shooter ein bisschen komisch aussahen. Viele Leute haben sich aufgeregt, dass es da Pronomen gibt bei den ganzen Helden. Das ist hier nicht das Wichtige, sondern das Wichtige, es ist ein Hero-Shooter, was im Jahr 2024 rausgekommen ist. Und er ist nicht Free-to-Play. Und das hat Sony nicht so ganz verstanden. Also was ich auch absolut nicht nachvollziehen kann. Denn wenn man uns jetzt mal die letzten Jahre so anguckt, Overwatch kam 2016 raus, war erstmal nicht Free-to-Play, ist dann mit Overwatch 2, ist dann Free-to-Play geworden und ist jetzt knapp bei 35.000 Spielern und das nur bei Steam. Das heißt, das Spiel ist immer noch super aktiv. Wir können uns dann natürlich noch andere Titel angucken, wie Paladins, was 2018 rauskam und zurzeit 3.740 Spieler hat. Das heißt, es hält sich jetzt auch noch wacker. Und man kann aber natürlich auch dann die Negativbeispiele ansehen. Bleeding Edge, von dem Titel habt ihr vielleicht noch nie was gehört. Das kam im Jahr 2020 raus und war ein Versuch von Microsoft, Hero Shooter rauszubringen, der auch mittlerweile natürlich tot ist und der auch nur mit 1400 Spielern gepeakt ist vor knapp viereinhalb Jahren. Und man kann natürlich auch auf dieses Jahr gucken, nämlich Gigantic Rampage Edition. Das Spiel ist jetzt auch komplett gefailt. Und die großen Unterschiede zwischen Paladins, Overwatch oder Overwatch 2, zwischen Bleeding Edge, Gigantic und diesen zwei Titeln, beziehungsweise auch Concord, ist, sowohl Overwatch als auch Paladins sind Free-to-Play-Titel. Bleeding Edge hat damals auch 30 Euro gekostet, war jetzt nicht viel, war natürlich auch im Xbox Game Pass, beziehungsweise PC Game Pass, aber da sind ja nicht die meisten Spieler, sondern die meisten Spieler sind auf Steam. Und bei Steam hat das halt 30 Euro gekostet. Gigantic Rampage Edition, 20 Euro. Also, der einzige Faktor, den man jetzt hier nur sehen kann, man braucht jetzt nicht über Pronomen reden oder über wie hässlich oder wie schön jetzt die Charaktere aussehen, sondern es ist ein Live-Service-Spiel, vor allem vom Genre Hero-Shooter, welches nicht Free-to-Play ist. Im Jahr 2024. Reden wir nochmal ein bisschen darüber von dem Urvater der Hero-Shooter, nämlich Team Fortress 2. Da gucken wir jetzt mal kurz rein und zurzeit sind knapp 54.000 Spieler online bei Steam. Ja, das muss man sich einmal reinziehen. Ein Spiel von 2007, was ja der Vater bzw. der Ursprung von allen Hero-Shootern ist, ist immer noch bei über 50.000 Spielern. Und natürlich der Unterschied, ja, das Spiel ist auch Free-to-Play bei Steam. Ja, um das Video einfach mal abzurunden, mache ich das mit einer Frage. Was stimmt nicht mit euch, Sony? Ihr habt so viele geile IPs, die ihr auf den PC bringen könnt. Bloodborne Remastered zum Beispiel. Aber ihr bringt einen Hero-Shooter im Jahr 2024 raus und das als Buy-to-Play-Titel anstatt Free-to-Play mit einem Battle Pass, was gefühlt bei jedem Spiel funktioniert, egal ob das ein Apex Legends ist, egal ob das ein Valorant ist, egal ob das ein Paladins ist, egal ob das ein Overwatch 2 ist, jegliches Spiel funktioniert als Live-Service-Spiel, wenn es ein Hero-Shooter, vor allem wenn es ein Hero-Shooter ist, als Free-to-Play-Titel und Sony bringt einen Buy-to-Play-Titel raus. Ich bin einfach sprachlos und damit raus. Viel Spaß noch beim Zocken und reingehauen.